Heute, was geht ab, Leute? Hier. Neuer Monat, neuer Döner des Monats. Ihr kennt das Spiel, Hans Kebab, wir schauen jeden Monat vorbei. Was Neues? Die haben jetzt hier sonntags auch offen. Pommes gönne ich mir seit neuestem. So. Gut, ich muss mal weitermachen hier. So. Diesen Monat Pinsel, Leute. Knusiger Pinsel-Teig, kalbsfreie Hähnchen, frische Tomatensauce. Oh mein Gott. So, jetzt geht's weiter. Jalapenos, Schnittlauchsoße. Oh mein Gott. So. Schwarze Knoblauchsoße, Bergkäse, rote Zwiebeln, Sika Chili, Sumak, Kresse. Der Brie hat meine Pommes vergessen. Diese Kebab-Pinsel des Monats kostet 12,50. Ich habe 12,50 gezahlt. Pommes kosten 5. Das heißt heute keine Super Crunch Pommes. Das heißt aber auch, ich hätte Platz für eine kleine Nachspeise. Side Story, ich wollte vorhin bei Sending Spezial vorbeischauen. Ihr wisst, wir feiern den Laden gar nicht, aber Franklin feiert den. Und letztens hatte er eine Story, ich habe so ganz kurz gesehen. Ich glaube, ich habe richtig gesehen, Yapgak-Spieß. Wollte ich vorbeischauen. Ich sehe schon von weitem Schlange. Klar, es war Mittag und so, aber ich bin direkt umgedreht. Der kann warten. Ich bin echt kein Fan von Sending Spezial. So sieht das aus, Leute. Aha, diesen Monat. Pinsa. Kebab-Pinsa. Interessant. Und ich habe doch Pommes bekommen. Neue Location. Alter, auf einmal war bei denen die Bude voll. Erstmal die Pommes. Mmh. Mmh. Schreibt unten in die Kommentare, Leute. Seid ihr solche Gewohnheitstiere, die immer dieselbe Location brauchen? Immer dasselbe bei eurem Dönermann des Vertrauens, Restaurant des Vertrauens bestellt? Immer am selben Platz hockt? Wir hocken ja eigentlich auch immer am selben Platz. Essbarkeit? Wahrscheinlich einfacher. Hat aber auch keine wilden Zutaten. Also das Wilde diesmal ist, es ist eine Pinsa. Geiler Teig. Eins. Ja, kann was. Ist geil. Zwei, Essbarkeit top. 3. Der Besitzer von Hans Kebab hat auch vor kurzem einen Pizzaladen aufgemacht. Da gibt es die teuerste Pizza der Deutschlands oder so. Auch mit Wagyu wieder, das ist ja sein Gag, sein Markenzeichen. Aber ich glaube nicht, dass es die teuerste Pizza, obwohl sie so geworben wird, auch von anderen Foodbloggern bereits. Das ist sie nicht, weil ich hatte schon mal eine Pizza mit Gold, damals wo Krypto gut lief. Ich habe auch schon welche im 100er Bereich gesehen und die kostet, glaube ich, 90 oder so. Oh, geil. Taugt mir. Kann. Permanent auf die Karte. Geiler Teig. Boah. Jetzt wird schwer mit Essbarkeit. Weil da ist auch ordentlich Gewicht drauf. Kannst nicht einfach so wie ein Pizzastück. Oh, von der Seite fällt es runter. Oh ja, ja, da fällt alles runter. Oh mein Gott, nein. Also das ist nicht der Belag, das ist 90% rausgefallen, runtergefallen. Oh no. Ich hatte halt das Randstück und da ging es noch, aber hier sind beide Seiten weich. Oh no. Oh no. Digga, Essbarkeit K
katastrophal. Nein. Du hast safe eine Gabel. Und du musst schnell essen, weil viel Soße, viel Belag. Nicht, dass es sich einsaugt. Zu früh gelobt. Geschmacklich top. Erstmal kalt. Immer katastrophal hier. Mann, ey. Aber ordentlich Belag, also besser als eine normale Pizza für 12 Euro. Das ein Stück ist ein ganz Stück, das geht noch. Schaut, wie voll die ist. Boah, da fällt gleich vorne alles raus. Bitte! Da kann man es gar nicht genießen. Das schmeckt echt gut, das hat Potenzial, aber wie soll ich denn das essen? Das regt mich langsam ein bisschen auf, echt. Komm mal, kein Belag, weil alles runtergefallen ist. Bitte. Ich hab die jetzt genommen und wie so ein Greifarm das Fleisch aufgegriffen. Das ist wie eine Pizza auf Steroide. Pizza mit richtig krank vielen Belag. Ja, was soll ich jetzt machen? Schaut hier, Leute. Seht ihr das? Was soll man machen? Was soll man machen hier? Ich habe alles zusammengepackt. Das esse ich zu Hause, den Rest. Es geht nicht anders. Du brauchst ein Messer und Gabel, um Stücke rauszuschneiden, dann den Belag wieder draufzulegen mit der Gabel. Das kannst du nicht per Hand essen. Aber das Krasse ist, wir haben extra für diesen Monat Pizzakartons. Ich gebe jetzt meine Frieslette. Schneller, kurzer Abstecher bei Hans Kebab. Pinsa war stark, aber wie immer das Hauptproblem bei Hans Kebab, die Essbarkeit. Die Mittelstücke, mein Gott. Aber kam auch sehr gut an. Auf Instagram in den Stories hatten sehr viele Leute Interesse. Würde ich auf die Karte nehmen oder irgendwo würde ich es nochmal regelmäßig kaufen. Starkes Teil, das war's von mir, Leute. Euch viel Spaß beim Fußballspiel. Viel Glück an die Türkei. Ihr wisst Bescheid, wie man liken, subscriben, kommentieren. Checkt die Videos, folgt mir gerne auf Instagram, TikTok und meinem nicht aktiven Zweitkanal der Mine. Serious Business und ciao.